Mahlzeit. Hey Cole, ich zähle das nicht, kann ich nicht einfach über nur so eine beschissene App einfach mich umstylen und so, ist doch auch cool. Und erspart mir viele Peinlichkeiten. So. Ja. Also ich mache mich jetzt gerade fertig, ja. Warum, ohne diesen Scheiß, ey. So. Ich mache mich jetzt sofort fertig, ja, aber erst muss ich unbedingt eine rauchen. Ich bin so ein bisschen aufgeregt, ja. Ist ja auch eine scheiß Situation, ja. Live schminken. Ja, sowieso nicht so der Live-Gänger und so. Ja. Aber naja, war mal. So. Ja, Sonja, du ziehst zu von unten vom Wohnzimmer aus, ja. Schmor in der Hölle, ja. Also ich meine, ich hätte ja so einiges gemacht, ja, aber muss das das sein? Janina, ich leg sofort los, echt, ich leg sofort los, aber erst muss ich mir eine Zigarette machen, weil guck, ich bin da so wirklich aufgeregt und so. Also ich glaube, das, was dabei rauskommt und so. Sonja, darf ich dieses Live überhaupt danach löschen oder sowas? Das ist irgendwie. Mein Name muss. Sonja, ich brauche Feuerzeug. Ja. Hallo Angela, was geht? Ja. Brauche ich Feuer? Keine Panik, Leute, ich bin nicht nackig oder so, ja. Ich stehe auch nicht unter der Dusche, nur weil man mein, ja, weil man nicht weiter nach unten gucken kann. Also ich habe schon noch Hosen an, wie man sieht, ja. Also, ja. Was? Ich darf das nicht löschen? Aber Sonja, ich brauche Feuer, Mann. Verstehst du, Mann? Aber ich gucke jetzt mal kurz, wo das ist. Vielleicht habe ich auch hier eins liegen. Nope, da habe ich keins liegen. So. Und ich muss mich auch noch umziehen, Sonja, oder was? Naja, ach, das wird schon irgendwie. Ja, natürlich muss ich wahrscheinlich anscheinend irgendwie Klamotten und so anziehen, ja? Ich soll mich ja komplett umstylen und so, ja? Ja, Angela, sei nicht so gespannt, geh lieber raus, ja, weil sonst kannst du mir wahrscheinlich die nächste Zeit dann nicht mehr in die Augen gucken, ja, dann ist meine Coolness weg und so, ja, mein motherfucking Coolness, ja, ist dann weg und so. Ja, komm einfach, ja, später rein oder so. Sonja, aber ich muss gerade mal kurz Feuer holen, bin sofort wieder da. Ich pack's nicht echt. Sonja sitzt unter mir zu, ja, und ich brauche Feuerzeug und krieg kein Feuerzeug. Was ist denn das für eine Scheiße hier? Also Sachen sind zumindest schon mal hier, ja. Also können wir jetzt auf jeden Fall gleich mal loslegen, hey, ja, beim Gerhard in Gerda, ja. Also wird schon irgendwie schon fett laufen, so, ja. Ach du Scheiße, so viel Mist hier für Frauen. Naja. Ach, Internet ist ja schon wieder da. Gut, also.
Also natürlich ist es sehr wichtig, dass man auch sein Haar pflegt, ja. Okay, einer sein Haar. Ja. Hallo Christine, hallo Frank, hallo Stefanie, sorry, Internet war gerade eben weg. Ja, ich befinde mich nämlich hier im Bad und irgendwie ist das Bad hier so wie ein Bermuda-Dreieck. Ja. Da verschwindet einfach der Empfang. Ja. So. Jetzt muss ich gerade mal gucken, so wo der ganze Scheiß hier liegt. Ja. Diese ganze. Was? Ja, aber da ist die Kulisse scheiße für sowas. Da ist aber die Kulisse kacke für sowas. Nee, ist eben nicht scheißegal. Der WLAN geht nicht bis hier oben. Der bricht die ganze Zeit ab, weil man sieht dich kaum. Mach es unten, die Kulisse ist doch scheißegal, ob Bad oder nicht. Ey, wenn man doch so sicher schminkt, oder? Dann schminkt man sich im Bad und nicht irgendwie in der Wir Küche. Frauen machen das auch in der Küche und im Wohnzimmer und im Schlafzimmer. Also, und du hast das Pflichtprogramm genommen, also musst du da jetzt durch, ob mit oder ohne Internet. So, und jetzt mach mir nicht einen auf Viva. Nein, Viva zählt nicht. Erlaubt, da müssen wir jetzt gerade mal nach unten gehen, Ich ja? nehme auch die ganze Schminke unter, damit du auch Make-up nehmen kannst und roten Lippenstift. Lippenstift auch? Ja. Und Blender und Wimperntusche, Kajalstift. Oh, guck mal, sogar Lipgloss in dunkelrot. Der ist sogar wasserfest, das heißt, du weißt nicht, ob du ihn gleich richtig abkriegst. Nicht nur. Ey, du wolltest nur Wimperntusche und Kajal? Nee. Alles, alles. Also runter. Scheiße in der Station. Du wolltest Pflicht. So, dann gehen wir mal kurz und du runter. hättest wissen müssen, dass ich das so mache. Also mach kein Mimimi. Mimimi machen zählt nicht. Ha, es ist dunkel. Kann ich mich nicht hier schminken? Hier ist sehr dunkel. Guck. Nein. Hey, guck mal, hier kann ich mich aber. Nein. Lass mich doch hier. Das geht hier nur um Schminke, mehr nicht. Es geht um alles. Kann ich mich hier nicht? Geht das hier nicht? Doch, hier kannst du dich auch hinsetzen. Ach, hier geht es auch. Ah, cool, dann habe ich sogar Du kannst gleichzeitig. den hier hin tun. Dann habe ich hier gleichzeitig. Was Spiegel? Habe ich Spiegel hier? Habe Ja. ich meinen Gerhard Cartoon im Hintergrund? Der bringt mir Glück, ja. So. Ich drehe dir sogar ein Zigarett. Ich Das glaube. kannst du hier so draufstellen. Das Boah, macht ist Sinn. das cool, ey. Das kann ich ja hier so draufstellen. Ja. Ja, sag ich doch. Aber ich mache jetzt hier unten den Ton aus, das muss ich nicht. Ja, das ist auch gut Aber so. jetzt sehe ich dich ja. Ja, so. So ein Scheiß hier. Das ist kein Scheiß. Dann mach mal, ich halte auch meinen Schnabel jetzt. Und noch mal, ich hab mir probiert. Ach ja, steh dir noch einen. Da brauche ich nicht so irgendwas, so komisches Pulverscheiß fürs Gesicht oder so, dass das Nein, auch. dafür hast du Make-up, aber pass auf, das ist Was ist das? ganz starkes Make-up. Da verschwindet alles. Mit dem Ja. verschwindet alles. Ja, nur nicht du selber. Hey, das sieht ja aus wie Scheiße, ey. So, okay. Hallo, Nicole. Beine rasieren am Arsch. Ihr habt wohl in der Sitze. Haare kurz? Nee, Haare auch nicht kurz. Also, ich habe Hier, hier das jetzt. kannst du so lange festmachen, dein Haar. Mit einem typisch weiblichen Klemmerschnitt. Also das muss ja dann so wie ein Tutorial rüberkommen, gell? So wie so ein weiblicher Schminkkurs. Also ich benutze jetzt diese Schnapper da, wo aussieht wie ein Gebiss, ja, so, ja, und mache hier meine ultra coolen lange Haare fest, ja, damit nämlich mein Schminke nicht in meine Haare reingeht. So, mache ich mir ein Knuddeldudel, ist das so, und mache dann so. So, fertig. So, siehst du? Beste, oder? Also, so. Jetzt nehme ich dann das davon, Essenz, Camouflage, ja. Das ist nicht nur gut für den Arsch, sondern auch fürs Gesicht, ja. Und das macht nicht nur die Falten weg und die ganzen. Hoppala. Hey, guckst du, selbst mein Handy möchte nicht, dass man das sieht, ja. Ja, aber ich will das, du hast angenommen, also jammer nicht. Ja, aber mein Handy sagt auch, fall lieber um. So.
So, also dann nehme ich so von diesem Camouflage Essenz, haus mir einfach mal so ein bisschen auf die Finger so. Lang das so viel oder musst du mehr? Nee, nicht so viel. Ach, ich habe einen Krampf in die Finger gekriegt. So, dann nehme ich da und mache meine ganze Sachen da weg so. Aber ich glaube, ich brauche hier mehr Lichtspatz. Ich mache dir Licht. So. Licht soll es nicht schalten. Ich will ja. So. Was Ohrringe bitte auch. Sag mal, könnt ihr Gedanken lesen? Hier liegen sogar Ohrringe und so ein Scheiß rum. What the fuck? So. So. Und das langt schon. So. Ja, mehr. Ja, aber da ist nicht mehr drin. Doch, da ist noch. Ich habe geschüttelt. Und auf deiner Nase sind noch Reste. Wenn ihr das sehen könntet, die Sonja sitzt gegenüber von mir und die lacht wie Sau. Oh, jetzt hast du sehr viel. Ja, ich habe auch sehr viel Altersflecke. Ja. Ja, und viel Gesicht. Halt dein Maul. Ja, ich bin ganz, ganz gut. So. Also ich nehme, wie gesagt, diese Camouflage, haus mir in die Fresse. Ja. Einfach nur, damit der ganze Pickele und sowas weggeht. Ja. Natürlich auch überall hin, wo der Scheiß halt drauf ist, so. Seht ihr? Sehe ich gleich mal wieder aus wie 18, ja? Kann man es nicht einfach so lassen? Warten. Ah. Ah. Achso. Ach, die Sonja gibt mir so ein bisschen als so da und so macht die. Wisch. Strapse auch bitte. Ja, sowas hat die zum Glück nicht. Ja. Ich kann dir das rote Nikolaus-Negligé geben, das ziehst du denn gleich an. Oh komm. Nein. Oh komm, das ist mit BH so, und Kleid. Auf jeden Fall, ich habe jetzt Camouflage drauf geklatscht, also für die Tussen unter euch, ja, die das nicht so drauf haben und so, haut euch einfach ein bisschen Camouflage in die Fresse und schwupp gehen eure ganzen Akne-Scheiße und so auch von der Fresse weg, ja. Und auch eure Knutschflecke weg und so. Überhaupt eure ganze unreine Haut und so geht alles weg und so mit dieser Scheiße. So, so als nächstes. Ich hole die schwarzen High Heels von mir, die hohen Schuhe, die ganz hohen, und das rote Negligé. Nee. Ach komm, du hast gesagt, ist meine Pflicht. Ja, okay, dann mache ich es nächstes Mal. Mache ich es nur noch Wahrheit. Und denk dran, auch schön deine Augenbrauen nachziehen, ja, in schwarz, hier so oben, ja. So, dann nehme ich hier von Waterproof Mascara Max and More Extreme Extensions. Ja, seht ihr? Da guckt's. Ja, seht ihr? Das haue ich mir jetzt dann halt auf die Augen. Ja. So. Zwinker, zwinker, zwinker. Ich weiß zwar nicht, was erst da dran kommt, ob die Äuglein dran kommen oder erst der Eyeliner oder so. Aber für Eyeliner ist das, glaube ich, hier bei Facebook nicht angebracht. Das darfst du dann gleich anziehen, ja? Aber Eyeliner muss ich nicht benutzen, gell? Nein. Weil die Leute geht meine Eier nichts an, wie ich die färbe. Ja? So. Nein! Doch. Das darf er gleich anziehen. So, aufgehen. Nicht so wackelig, fällt mein krasses, ultra cooles Handy runter. Ja. So, meine Äuglein, so. Dann. Das ist hier zum Glück, muss ich alles benutzen, was hier ist? Ja, das hier machst du hier an den Wangen und verteilst das ein bisschen. Das gibt so, das ist so ein Blender, das macht dein Gesicht etwas zarter und gibt einen leichten Rosa. Ja? Ist das rosa? Ja. Ziehen. Unten drehen. Nur einmal kurz, dann kommt das oben raus. Reicht. Kommt aber nichts raus. Doch, das kommt jetzt. Warte. Nicht so viel drehen. Da kommt noch nichts. Das kommt. Hey, das spritzt. Ja, okay. Und das mache ich jetzt so? Ja, über dem Wangenknochen und dann verteilst du das. Nicht so viel. So. Jetzt macht ihr das dann mit euren Wangen, ja, wenn ihr so einen fetten, mopsigen Kopf habt und so, damit das
aussieht, als wärt ihr irgendwie AIDS-krank oder sowas. Ja? Also, dass das wirklich cool zur Geltung kommt, so dieses Abgemacherte, so wie so Hungermuttel. Das heißt, ihr könnt XXL-Format haben, ja? Ihr könnt extrem dick sein oder so. Ihr seht dann trotzdem aus wie ein Hungerhaken, ja? Durch diese. Also, ich muss auch euch das, falls ihr das nachmachen wollt, ja, das ist von Catrice Kosmetik Liquid Luminizer, ja, also nicht verwechseln mit Liquid Ecstasy, es hat damit gar nichts zu tun. Das ist wirklich nur, damit ihr ausseht wie krank, ja. Und so, das schmiert ihr euch an die Wangenknochen, so. So ein bisschen hoch noch. So, nämlich, gell? So. Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Eigentlich habe ich so einen XXL-Schädel, ja, aber wie man sieht, es ist wirklich, ja. So, was muss ich jetzt benutzen? Jetzt, das ist, was ist das? Damit kannst du deine, Ein Eyeliner, gell? dein ganze Kajal, das Ach, Kajal. das ist Kajal. Kajal, weil ich es mir wert bin. Ja, und zwar von Clinique. Clinique. Scheißegal, schwarzer Stift, ja, für die Augen. Ja. Ich schreiß dann so mein Looky-Looky runter und dann hau ich mir die Scheiße da einfach drauf, seht ihr? Und das alles profimäßig, ja, weil ich bin da schon so, seht ihr? Mit so ein bisschen Liebe werdet auch ihr hübsch, ja? Also nicht alle unter euch, ja, da hilft noch nicht mal Kosmetik, aber für mich zumindest reicht's, ja? Also wie ihr seht, meine Augen, die strahlen wirklich so modelmäßig aus, wisst? So. What the fuck, ist ja spiegelverkehrt. Ach so, ja. So, guck mal. So. Siehst, wie frisch gebastelt, ja. Also, das macht alles nur dieser schwarze Stift für eure Looky-Lookies, ja. So. Wenn das alles gut gemacht ist, dann macht's BOOM! Dann muss man sofort euch in die Fresse, in die Augen gucken, ja. Und dann denkt ihr, oh, ist das ein Strahlen, guck. So. So, was brauche ich noch? Wie das? Also, ne, dann brauche ich doch noch das, was da oben so hier kommt, Delta. Ja, Lidschatten. Ich brauche nämlich noch ein Lalalala-Lied. Den hole ich dir Schatten. jetzt. Ja. Aber du musst deine Augenbraue da oben noch Mit was schön mache ich machen. das? Damit. Ja, aber das habe ich doch schon für mein Auge Ja, ohne das ist gemacht. egal. Das kannst du auch damit Das kann ich auch da machen. machen. Ja, das ist. Echt? Kann ich Ja, das damit? ja. Das geht Zieht alles. man das so nach oder muss ich dann Lineal oder so einen Scheiß nehmen? Aber mach so, wie du denkst. Das wird wunderschön. Ich mache also, wie ich denke, wie Profi machen sollte, ja, weil wenn man so macht und es ist ja spiegelverkehrt, da hat man schnell irgendwie so Kreuz- und Querstriche. Deswegen würde ich sagen, nehme ich da ein Lineal. Schatzi, gib schon mal dahin ein Lineal. So ein ultra cooles Lineal, das ist sehr wichtig, ja. Damit kann man nämlich auch die Größe bestimmen und so. Ja, Manuela, ich weiß, ich bin sexy, Mann. Ey, lacht nicht so, ey. Ich will euch gar nicht sehen, wie ihr euch schminken tut, ey. Ich schmink mich. Ich gebe dir eine Karte, dann kannst du auch eine Karte da dran halten. Und mit der Karte kannst du denn so wie ein Lineal. Also, ich habe hier so wie ein Lineal, also hier meine Karte, ja. Wie ihr seht. Und das mache ich jetzt damit. So. Das geht so nicht, Sonja. Oh, du kriegst das hin, ich weiß, dass das hinkriegst. Muss das? Muss das so? Beste. Aber ich. Muss das so? Bist du sicher, dass es der richtige Stift ist? Ja. Ja, Der ist auch du. nicht wasserfest, gar nicht. Der ist wasserfest. Nein, Ey, wenn das nein. später nicht weggeht, ey. Also ich macht mal so. Seht ihr? So, und schwupp, seht ihr, wie Du musst das. den Bogen etwas mehr machen. Kümmer dich um deine Scheiße, das geht um mein schönes Ja, aber dann Aussehen. sieht das schöner denn je Ja, das aus. hat an dir auch nicht geholfen. Guck mal. Oh, ja, aus einer Krähe machst du kein Paradiesvogel. Ja, Denk aber dran. aus dem eleganten Gerhard macht man einen noch schöneren Gerhard mit diesem Stift. Und ich bin ja Künstler, seht ihr? So. Es muss Siehst jetzt. du, so ist der Bogen schön. So, und den gleichen Scheiß mache ich jetzt auch da über noch Ja. einmal. So, das muss ja alles so einheitlich sein, so. Ich. Smokey Eyes, ja natürlich Smokey Eyes, ey. Seht ihr? Seht ihr, noch sieht das irgendwie ein bisschen crazy aus, aber
Das kommt noch. So. Dann brauche ich natürlich, was für, das ist doch für die Wangenknoche, gell? Fur Girl. Ja. Also ich habe dann noch hier Fur Girl, ja. Ich weiß nicht, ob das eine voll coole Marke ist, aber die Farbe ist voll cool. Guck, die macht nämlich so bling bling und so. Und dies nochmal, seht ihr? Für die Wangenknoche. Ach, brauche ich dafür? Nee, ich mache ohne Pinsel. Ich mache Gefühl. Ach so. Ohne Pinsel machen? Nee, ich mache dann doch mit Pinsel. Weil wenn jemand nachmachen will, weißt du, es gibt Leute, die wollen das vielleicht nachmachen, damit die auch so schön sind wie ich dann. Für und dann, also nimmt ihr einen Pinsel, am besten so einen weichen, ja. Und dann geht ihr so. So, seht ihr? Seht ihr das? Könnt ihr das sehen? Dann könnt ihr auch mit dem Finger noch so nachtupfen. Seht ihr? Und wenn die Farbe nicht ganz reicht, das ist wie Wasserfarbe pinseln. Ja, so. Seht ihr? Bisschen zertupfen. Das muss nämlich alles so gleichmäßig sein, dass das, damit man nicht sieht, dass das so dran gepinselt ist und so. Das muss aussehen, so wie natürlich halt ist. Weißt? Jede Frau sieht natürlich aus, wenn sie bepinselt ist. Ja? Aber das hat einen Grund. Weil man muss das richtig mache, dass man diese Übergänge nicht so sieht, ja, und dann denkt man, oh mein Gott, wie natürlich, ja, so macht ihr, und dann habt ihr echt so Blasebacken, weißt, wie, ja, da möchte ich nicht tiefer ins Detail gehen, aber ihr könnt euch das schon vorstellen, ja, also die Frauen unter euch, ja, wissen, was ich meine, dann kriegt ihr auch so schöne Backen, seht ihr, so, seht ihr, und das lasst ihr am besten so übergehen, dass man denkt, what the fuck, ey, ist leicht gerötet. So. So. Dann für mein Auge. Oben, natürlich, weil ich bin ja ein Dark Boy. Ja, so ein richtiger Schwarzer. Nämlich diese hier. Und die sind auch von Essence Smoky Eyes. Ja, also so ein rauchendes Auge. Ja, also mehrere rauchende Augen heißt das auf Deutsch. Ja, Smoky Eyes. Ja, und dann nehme ich diese, die sind so glitzernd, weißt du? Und die mache ich dann oben. Lach nicht so bescheuert! Nein, ich bin ganz ruhig. Muss ich da auch einen Pinsel nehmen? Nee, gell? Ah, da kannst du deine Finger nehmen. Die nee, du willst bloß, dass ich scheiße aussehe. Nein, das sieht nicht also scheiße aus. Also für euch da draußen, ja, ihr müsst auf jeden Fall immer einen Pinsel nehmen. Das ist dann so wie Wasserfarbenkasten malen. Und dann nehmt ihr das so. Was ist das andere überhaupt, wo aussieht wie Butter? Nebendran ist, das muss man das unten drunter machen. Das andere? Ich glaube, ja. Ich habe das selber noch nicht benutzt. Ach, ist das alles für eine Sache? Ja. Also es ist nicht, morgen nehme ich das und übermorgen nehme ich das? Nein. Echt nicht? Mm-mm. Also, da war nochmal ein Pinsel drin, hier. Ja, hier war nochmal ein Pinsel drin, aber den hat die nicht mehr. Und deswegen hier dieses komische da, was ihr hier seht, ja, das ist so wie Butter oder so, ja, hier, so wie Butter. Fühlt sich auch so ein bisschen wie Butter an, ja. Das macht ihr unten drunter, damit dieses Glitzerzeug hängen bleibt und auch besser wieder nicht mehr hängen bleibt, sondern wieder weggeht, ja. Sonst läuft ihr die ganze Zeit immer so rum wie Nutte oder so. Ja, da macht ihr euer Auge zu und geht da hier so dran und pinselt euch das, hört ihr es? Das Augenlid. Was sieht denn dein Augenlid heute? So, und wenn ihr die Scheiße gemacht habt, macht ihr das natürlich auch mit einem anderen Auge. Schon sieht es aus, als hätte euch euer Liebster ein blaues Auge gewichst. Und das ist nicht wirklich schön, ja? Das bringt Ärger. So, von eurem Liebsten nämlich, ja? Wenn er angesprochen wird. So. So, seht ihr? Und ich bin ein Mann und sehe jetzt schon aus wie eine heiße Nutte, ja. Also, ihr könnt es ruhig nachmachen. Also, zieht euch das Ding dann einfach danach nochmal rein, ja. Und macht es zu Hause nach. Und ich schwöre euch, ja, ihr werdet so gebangt, ja. Ihr seht so Hammer aus dann und so. Ihr werdet so weggeknallt, ja, so. Ihr könnt 60, also 70... Also, Christian wäre stolz auf dich. Ihr könnt 60, 70, 80 Jahre alt sein. Ihr seht immer noch aus wie 20, ey. Das ist spezial, Alter. Guck mal, ey. Boah, fickbar. So, und jetzt nehmt ihr dann, es gibt auch eine andere Farbe. Das gibt zum Beispiel hellblau oder so, aber ich, wie gesagt, ich nehme schwarz. Und diese Glitzer, Funkel, Funkel, weil Glitzer, Funkel, Funkel ist immer geil. Ja,
Aber immer Auge zu haben, sonst kommt das in euer Auge rein und dann funkeln euer Auge wie Sternenstaub. Aber das tut weh auch, ja? Auge zumachen und dann, aber vorsichtig, macht ihr das so ran. So, seht ihr? Also so ein bisschen. Aber ihr müsst es auch noch so ein bisschen mit dem Finger so nach, ja? Ihr wollt ja nicht. Das soll ja schon ordentlich so. Scheiße. So. Und das gleiche macht ihr natürlich auch mit eurem anderen Auge. Aber mit Essence. Aber es gibt auch andere Marke, weißt du, wo cool sind. So. Auge zumachen, sonst blunkt. Macht es weh und euer Auge glänzt. Und dann seht ihr nichts mehr so gut. So. Seht ihr, wenn ihr so ein bisschen guckt? Also nicht wundern, meine Nase ist krumm, aber ich zeige euch gleich, wie ihr aus einer krumme und kaputten und fette Nase und so macht, eine schöne Nase macht. Ja, das zeige ich euch alles jetzt in meinem leider Pflicht Tutorial. Wie macht ihr eure schöne Schminke? Was denn? Huch, da ist Farbe. Danke, dass ne, Sonja, weil ich kann es nicht so ganz gut sehen. Aber es muss alles so, seht ihr? Könnt ihr schon sehen? So, man kann schon leicht sich vorstellen, wie das ungefähr gleich rüberkommt und so. Also, ja, aber hört auf mich anzubaggern, schreibt mir nicht so, wie geil ich aussehe und so. Hast du Feuchttücher? Britta Vogt, keine Ahnung, du. Was heißt das? Ich habe die Gefahr, wo Gabriele bleibt. Da darf man Ah, sich doch hallo nicht entbehren. Jessie! Ja, seh zu und lerne mein Tutorial, wie macht man sich voll schön, auch wenn man aussieht wie Scheiße und so, kann man richtig gut aussehen und so, wenn man sich voll korrekt schminken tut und so. Ja, pass mal auf, kommt noch voll coole Sache, ja. Jetzt, das ist das, was man auf die Lippe stift. Ja, entweder den Wieso oder. gibt's, kann ich das nehmen, Der oder? glitzert, also der glänzt schön. Das sieht aus, als hättest du so richtig feuchte, schöne, sinnliche Lippen. Ja. Aber mach deine Lippen vorher nicht nass. Ja, deswegen, ich muss ja erst noch meine Nase machen, habe ich ja Ja. gesagt. Ich muss meine Nase noch ein bisschen machen. Und diesmal nehme ich von MAC's Make-up BBC Creme. Das macht eure Nase entweder weg oder dünner oder krummer oder so. Also das kann man alles für alles nehmen, ja, und so. Oh, Bella Dick, ey, ja, danke schön, du bist auch ein Schnuckel, ja, so. Vor allem, wenn du gleich das rote Negligé anhast. So, und dann nehme ich von der Bella Dick, was sage ich, Bella Dick, ich meine Max, Make-up, sorry Bella, so, nehme ich das, so, und das mache ich so, so, warum nehme ich jetzt keine Wattepad oder so, einfach nur, weil Gefühl ist besser, weißt, und vor allen Dingen, wenn ich auf zwei Finger mache und mache so, dann ist das gleichmäßiger. Ja, wundert euch nicht, meine Nase ist krumm, ja, immer Schlägerei, immer so in Jugend und so, Alter. Ich habe halt schwere Zeit hinter mir, ey. Ich habe gebatscht, ey, muss, ja. Aber auch das kann man mit diese braune Scheiße da auch wieder wegmachen. Seht ihr? Na? Ah, da geht noch was. So. Seht ihr? Und jetzt kommt der Clou, ja, ihr habt schon gesehen, ja, manche Bitches, ja, haben da so, wo das noch so sexier-mäßiger macht, ja, also wo so hier so geht, ja, aber die meisten unter den meisten Schlampen kriegen das nicht so hin, ja, wenn das so hoch geht, ja, warum nicht, ja, die sehen das und denken, ey, ich mach nach und mache auch so einen Strich so, wo so ist, damit ich noch fickbarer bin, als ich schon bin, ja. Und ich zeige euch jetzt, wie mache ich das, ja. Ich habe das noch nie gemacht, aber scheißegal, muss nicht. Die Also, wissen das nicht, die ja, haben es auch gerade nicht gehört. ich habe schon gemacht, Nimm aber die nicht Kaste bei so und mir. dann machst du Ja, so. das weiß ich, das muss man so machen nämlich. Ja. Also ihr nehmt ein etwas, was lineal ist, ja. Ja, ich weiß, Hanna, meine Nase ist jetzt noch schöner denn je. Und ihr nehmt dann was wie Lineal ist und setzt es von hier an, hat so, und setzt es an euer Auge in dieses Eck rein, ja, so. Und dann macht ihr einfach hier so einen Strich. Seht ihr? Ist doch ganz einfach, ey. So, seht ihr? Habe ich jetzt da einen Strich? Sogar zwei, weil ich will doppelt schön. Ja. Dann ihr macht das hier auch, das gleiche, was hier ist. Lach nicht so blöd, Sonja, kannst du besser? Nee. So, seht ihr?
Seht ihr? Jetzt muss aber noch das Schwarze. Aber dann kann man nochmal nachziehen, weil das ist nicht 100%. Und wenn ich will, meine Leute da draußen nur schöne Sachen bringen, weißt du? Aber es ist ein bisschen dumm irgendwie. Aber es muss so und so. Ja. So. Also meine Augen und so sind schon schön, ja. Jetzt natürlich machen wir noch schöne fette Lippenstift drauf, aber ich nehme dieses andere, weil irgendwie die Sonja, ich glaube, die verarscht mich, dann geht der Scheiße nicht mehr von meinem. Doch, der ist, ey, der glänzt wegen, hallo, meine Regeln. Wie deine Regeln? Ja, du hast ihn doch schon gesagt, ich soll schminken. Ja, aber schönerlei. Ja, ich mach doch schön, sieht man doch schon, man sieht ja aus wie eine Bitch irgendwo vom Straßenrand in Kölner Bahnhof so oder sowas. Ja. Muss das? Ich hab ja, das nie ist sowas mit einem Pinsel. Das heißt, du musst jetzt wirklich deine Lippen kokett machen. Genau. So. Und dann so richtig schön mit dem Pinsel deine Lippen. Kann ich nicht einfach so und dann. Nein, du musst es schon schön mit der Lippenform machen, damit auch richtig. Wie als würdest du eine Leinwand bemalen. Ach, das kann ich. Ich bin Künstler. Guck mal, ihr Schlampen, sehe ich nicht geil aus. Ist Schlampen eigentlich eine Beleidigung? Ja. Echt jetzt? Ja. Aber da du gerade selber eine wirst, ist nicht so schlimm. Ey, ihr Schlampen, nehmt das nicht so persönlich, ja? Also, ist alles in Ordnung, ja? Also, Gerhard wird das jetzt, glaube ich, jede Woche mal machen, so ein Schmink. Also, ich fühle mich nicht beleidigt von euch. Oder, Schatz? Kann man mich buchen? Gar nicht. Das ist jetzt nur, damit ihr seht, Hanna, ja, wie macht man sich echt Fame, geile Lippen, geile Arsch und so. Ja, geile Arsch habe ich sowieso, ja. Und dann macht ihr so runter. Etwas krumm geworden. Ja, das muss, das lass, hör auf mich zu nerven, ich mach das gerade, das braucht alles seine Zeit, das kann ich nicht so hetzen. Das ist Sir Lancelot, sagt sogar schon, oh Gott, seht ihr? Oh Gott, genau so. So. Und hier musst du ein bisschen wegmachen. Hm. Was sagt denn der Spiegel? Nee, da muss ein bisschen mehr sein. Nee, du hast da über die Lippe gemalt. Das musst du wegmachen. Ja. Seht ihr, Schlampen, wie das funktioniert? Guckt mal. Seht ihr? Ich bin noch nicht fickbar. Man erkennt noch, dass ich irgendwie so transvestitemäßig aussehe. Weißt du, so Frau mit Schwanz und so. Aber das kommt jetzt noch. Ja, ich mache ja richtig so, dass ihr echt denkt, oh mein Gott, ist das eine Hammerfotze. Dabei bin ich voll ein Typ. Ja, ja und du bist selbst verschuldet, du hast in der Sendestation gesagt, ich so live gehe. Also, ey. Wo hast du deine Haarbürste? Wie meine Haarbürste? Die ich hier eben gegeben habe. Hast du hier oben vergessen? Ja? Du musst ja dein Haar jetzt noch schön machen. Das brennt auf der Lippe, ey. Es ist mal, wo wir Frauen immer durch müssen. Ja, hat keiner gesagt, dass dir die rote Scheiße deins Gesicht machen musst, ey. Doch du. Ja, danke, Jessie, ey. Mach zu Hause nach. Ich schwör dir, du siehst schon so. Guck, hier. Siehst du? Auch hier? Siehst du? Jessie, das ist wirklich, da kann man voll den mopsigen Kopf haben und so, man sieht trotzdem total krank aus, seht ihr? So, und das ist das, auf was die Männer stehen, total krank, so Hungermodel-mäßig, weißt du? Oh. So. Wo hast du die Haarbürste? Du musst ja dein Haar noch machen. Ja, der Bart, das ist nicht schlimm, weil ich mache das jetzt gleich durch das. Conchita Wurst hat auch Bart. Ich tue das auch retuschiere. Ja, wir haben doch Schminke-Sache hier, ja. Ey, guck mal, ey Leute, wenn ihr manche Frau sehen würdet draußen, ja, wenn die ungeschminkt morgens aufwachen, ja, dann denkt man auch, ey, sag mal, werden die ausgebuddelt, ja. Und trotzdem, im Laufe des Tages, mit Schminken, sehen die so hammer aus, ja, also mehr als fickbar und so. Und deswegen, ey, ja, also das. So Bart oder so, kein Problem, ja, also da gibt's für jede Scheiße im Gesicht gibt's irgendwas, so Make-up-Kacke und so, wo das alles wieder wegmacht, seht ihr? Dann nimmt der wieder von dem, was ich auch für meine Nase genommen habe und für meine Haut und so.
Ja, ich will damit aussehen wie Conchita. Ich will ja, dass ihr wirklich lernt und denkt, Alter, bei Gerhard, da lernt man, ja, und da weiß man auch, da weiß man echt, sein Zeit sinnvoll zu nutzen, um sich auch schön zu machen, um zu lernen und so. Ja, ein Mann bringt eine Frau bei, wie man sich schön macht und so. Das könnt ihr woanders nicht, ja. Seht ihr? Und so Stück für Stück verschwindet so ein bisschen der Bart, ja. Und wer, jetzt noch, kaum noch. Und wer jetzt noch Bart sieht, verpisst aus meinem Livestream hier, ja. Ich sehe hier kaum noch Bart, ja. Und wer jetzt noch Bart sieht, macht das Schala, ja. So. Eigentlich nimmt man Make-up zuerst. Ja, du vielleicht, aber ich nicht, ja. Sonja, ich habe ein Problem. Das Live ist gleich vorbei, weil das Internet hier abscheißt. Ich meine, hier, mein Ladestation. Mein Strom geht gleich. Naja, so. Also nochmal, also so wie ihr das macht, ja, ist euer Ding, ja. Aber ich muss es so machen, ja. Weil ich bin Profi in sowas, ja. Muss ich da hinsetzen? Ja, Sonne muss gerade Strom holen, sonst bin ich hier nämlich Sense weg, ja. So. Was ist das hier? Sonst fällt es runter. Es fällt runter. Und mein Handy hat jetzt auch Farbe. Also wir haben zwar ein riesen langes Kabel, ein einziges Kabel, ja, aber die Sonja sucht sich einen Dreierstecker raus, wo voll kurz ist. Also die Logik von Sonja. Ja, wenn du mir sagst, wo du den hingeschleppt hast. Da, wo es angeschlossen hast, du hole Frucht. Siehst du nicht das lange Ding? Ah ja, da liegt ein. Boah, ey. So. Also, so. Also, es hebt jetzt gerade mal. So. Nee, Hanna, der Stoppelbart kommt nicht weg, ja. Der bleibt hier, ja. Ihr werdet sehen, dass auch eine Frau mit so Frauenbart und so trotzdem Hammer-Burner aussehen kann, ja. Sag mir nochmal, ich soll ein Kabel hier holen. Jetzt brauchst du auch nicht mehr holen, das hängt doch, das hebt doch. Ey, jetzt aber. Das hätte ich vielleicht gleich machen können, hätte man nämlich jetzt gleich schön gechillt, jetzt habe ich es so improvisiert. Kack mich an, ey. Alter, ey. Du bist absolut nicht stressresistent, ey. Es gibt keinen ungechillteren Mann als ein Gerhard. Ich sag euch das, Leute. Komm, geh weg, sterbe. So, nee, der Ziegebart bleibt. Hallo, Rolf Offermanns. Lach nicht so. Ey, so. Krank, wenn ich sterben würde. Ja, vielleicht neu vergeben mit einem geilen Gesicht, ey. Guck mal. Hammer geil. Guck mal, wenn ich jetzt noch mit meinen Augen so klimper mache. Seht ihr? Komm, seid ehrlich, ihr braucht es nicht zu schreiben, aber die einige werden feucht, der andere kriegt einen harten Knüppel in die Hose und so durch dieses Aussehen. Komm, mach deine Haare. Ja, ich mache jetzt meine Haare. So. So. Mal, da gucken Kinder zu. Wie um die Uhrzeit? Was haben... Ja, da. Also ein bisschen was? Wortwahl, ja? Willst du mich verarschen oder sowas? Du hast gesagt, ich soll hier live gehen. Da hätten die Leute auf der andere live gehen sollen. Mir Latte. Nicht von Latte reden. Mir egal. Wie soll ich jetzt mal... So sind meine Haare. Kämmen. Habe ich ewig schon gekämmt. Nochmal schön stylen, dann kommen die Schleifchen da rein. Rosa Schleifchen kommen in deine Haare. Also die Haare kämmen. Ja? Aber am besten so, ihr müsst es. Hey, ich habe tatsächlich, hier wird meine Haare immer dünner. Hey, sie könnte es jetzt auch schwarz nachmalen. So, ihr macht es so wie so typische Bitches, ja? Ihr macht die Haare so, dass die in eurer Fresse halber hängen. Das sieht nämlich so aus, wie als seid ihr so total hot. Ja, und so, guck, seht ihr? Ihr macht das wirklich so. Ja, man sieht deine schöne Schminke nicht. Ja, die sieht man gleich. Sonja, kümmere dich um deine Scheiße. Ich muss mein Outfit und meine schön machen. Weißt du? So, ihr macht so, ja. Und wenn ihr dann so guckt, ja. So, seht ihr? Jetzt seht sich ja so ein bisschen gossig-mäßig aus. Aber das kommt gleich noch so, dieses richtige so. So, seht ihr?
So. Fechte, Zöpfe, ich mache hier kein Zöpfe. Nein, Zöpfen. Der kriegt rosa Schleifchen so. Rein. Bitteschön. So. Bitte die Öhrchen frei machen, denn. Ja. So, und jetzt, seht ihr? Wenn ihr das noch so ein bisschen die Haare so, in, so vor ins Gesicht macht, dann seht ihr wirklich aus wie eine Zuckerpuppe, wie so eine. Seht ihr? So. So, das ist jetzt aber nur der Anfang, ja? Ja, dein Outfit liegt da und die Schuhe stehen noch im Flur. So, natürlich. Macht auch viel ein Outfit aus, wenn also so eine Frau, ja, mit kurzen Haaren, so Arbeiter-Dekolleté und so an, hat so Arbeiter-Sachen und so, sieht selbst die schönste Frau aus, wie so ein Bauerntrampel, ja, wie so ein Mann, ja. Aber jetzt kommt das, ja, das Outfit. Okay? So, pass auf. Du musst mal eben aus dem Bild denn gehen. Ich gehe jetzt kurz aus dem Bild, ja, weil ich muss mich umziehen und ich meine, wegen meinen Blöße, weißt du? Weil ich will nicht, dass mir was, dass ihr was seht, was ihr nicht sehen dürft. Weil ich habe hier, seht ihr, mein Brustwarze mit meinen Haaren abgedeckt. Ich hole dir noch die High Heels. Du hast gesagt, du ziehst auch High Heels an. Die sind dir zwar zu klein, aber du musst einfach deine Füße ein bisschen kleiner machen. So, Achtung, ich muss jetzt kurz aus dem Bild. Ja, aber ich erzähle noch weiter mit euch, okay? Ja. Wie knaller echt. Ey, Julia, ich bin Beste, ja. Du Scheiße. Du. Ach komm, du sagst, ich muss da auch drauf laufen, dann kannst du auch. Ja. Nee, anziehen. Ich muss das richtig? Ja, richtig anziehen. Ich sterbe so, ja. Ich gehe sterben, wenn ich denn mal dran bin. Ich habe ja keine Pflicht genommen, ne? Ja, aber ich wollte nicht Wahrheit, dann komme ich mit irgendeiner Scheiße wieder und dann... Ja, aber du hast Pflicht selber genommen. Und du musst mich kennen. Und das rosa Höschen ausziehen. Was? Ja, ja. Ja, was soll ich da drunter ziehen? Du hast Boxershorts. Mit Boxershorts? Ja, das... Das sieht doch nichts aus. Ich glaube nicht, dass du einen Stringtanga anziehen willst, oder? Nee, da hängt links und rechts meine Glocken raus. Also, dann identifizier dich mit deiner Boxershorts und sagst mal Stringtanga anziehen. Die passen mir aber nicht. Ja, du kannst aber so tun, als ob. Wie das so tun, als ob? Lass die Haare bitte vorne, ja? Meine Drag Queen. So. Ist das wackelig hier. So. So, wie ihr seht, ja, also wer würde mich jetzt nicht anbaggern, hä? In der Diskothek oder sowas und würde mir kostenlos was zu saufen ausgeben. Du hast auch vorne noch ein schönes Puschelchen dranhängen. Ich habe hier auch noch so ein schönes Puschelchen dranhängen, seht ihr? Ja, wie sieht das? Hängt aber tief, muss das? Ja. Das ist zum Spielen. Also auf jeden Fall, ja, werdet jetzt mal nicht spitz, ihr Männer, ja, weil ich. Aber du musst gleich noch stehen und dich im Stehen zeigen. Mit Schuhe. Ja, ich weiß. Aber jetzt mache ich erstmal eine Zigarettenpause. Ne? So. So, ihr Schlampen, seht ihr, wie das geht? Hä? Seht ihr, wie das geht? Ja? Und seht ihr, ich sehe jetzt schon wieder aus wie 20 Jahre jünger und vor alle Dinge knackbar. Ja? Das heißt also. Ein Wodka Energy, ein Wodka Cola und ihr könnt mich ins Bett knallen gehen, ja? Und so. Und das macht ihr einfach nur. Ja, zeig mal die Schuhe, die sind anders. Ich zeig jetzt gar nichts. Doch, tu mal deinen Fuß hoch. Ach, halt die Fresse, ich mach komm, gar nichts. Zeig mal deinen schönen Fuß. Jetzt erstmal gar nicht. Erstmal bin ich jetzt hier am Zigarettenrauchen, weil. Ach, komm. Weil bestimmt einige. Bella Dick! Ey, ich zeig dir meine Schuhe, wenn ich denke, ich muss die jetzt zeigen, weißt? Jetzt benimm dich nicht wie eine Diva. Nee, ich lass mir doch nicht vorschreiben, was ich zu zeigen habe oder sonst irgendwas. Andere Sache wollt ihr ja auch nicht sehen von mir. Und ich habe schöne Sache. Beste. So. Allerbestes. Und natürlich, so rauchen ist uncool, ne? Und vor allen Dingen, es sieht nicht sexy aus, ja? Also raucht ihr am besten so, ja? So, wer mich kennenlernen will, darf mich gerne adden. Mein Name ist Gerda, bin 28.
Ich hab Körbchengröße. Ah. A plus. Die Plus sind die Warzen, ja? Plus Warze. Ich bin kaum behaart. Nur an den Beinen. Und im Gesicht. Und leicht im Gesicht, aber das kitzelt euch an den Hoden, ja? Versprochen. Danke, Rolf. Was hat er denn geschrieben? Und der sagte, och, der ist so schnuckelig, der sagt, Gerda, top. Mensch, Ralf, du bist echt niedlich, wirklich. Du bist wirklich süß. Ja. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie der Gerhard sich gibt, ja, wenn der mit... Halt die Fresse, mit dir redet den keiner. Männern. Hey, red nicht so, benimm dich ladylike, du bist Lady. Ohne Scheiß, ja, ich kenne das ja, so Frauen-Zickenkrieg und so und diese Bitches, ja, ey, guck mal, halt die Fresse, Mann. Ey, und die redet immer in mein Live rein und so, das geht gar nicht, ja. Machst du auch. Ich kick die gleich von meiner Freundschaftsliste, ey, die Fotze, ey. Ey, du bist garstig. So. Werd mal nicht zur jetzt, ich muss da lesen, was sie schreiben. Ihr seid so geil, ich liebe euch. Ja, lass das euch weg, aber ich liebe dich auch, ja. So. Also wer mit mir mal in den Club gehen möchte oder so, addet mich einfach und so, ja, und wir können da mal... Ja, danke, Manuela, du bist auch top. Ja, wirklich, du bist auch top, ja. Also wer mal noch mehr Schminktipps oder so sehen möchte oder... Zum Beispiel, wie ihr eure Nägel macht oder so. Ja, verfolgt mich bei YouTube oder so, ja? Also ist. Ja, da hast du die besten Ideen, ne? Mit Nagelfeilen. Mit Nagelfeilen und Nageln, da kenne ich mich aus, ja. Ist da keiner unter euch oder so, was der mich. Hallo, Alexandra, hi. Schön, dass du hier bist. Ja. Wenn das Live gleich vorbei ist, fängst von vorne, guckst es dir an und so und dann kannst du dir ein Beispiel nehmen, wie man sich geil macht und so. Ich habe den anderen Schlampen auch schon gezeigt, wie man sich macht, schön, ja und so. Korrekt, nehmt euch Beispiel und so. Ich weiß, ich bin... Ach Mensch... Ach, Alexandra, Mann, du bist so niedlich, echt, Mann, du bist wirklich echt niedlich, ja, wirklich süß, Mann, danke dir, du bist auch heiß, danke. Ja, ohne Scheiß, also ich käme in Clubs, also wirklich rein und raus, ja, also vor allem rein und raus, ja. Ja, der Clubbesuch wird billig. Ja, echt, ja. Ich wäre auf jeden Fall auf eine Gay-Party die Nummer 1, auf jeden Fall, Alexandra. Danke. Hast du auch deine Beine übereinander geschlagen? Nein, die sieht man doch eh nicht, Baby. Okay. Mensch, Süße, du musst einfach mal gucken, dann siehst du, was man alles sieht. Ich hab schon ein Foto gemacht. So kann man sehen. Und das Coole ist, wenn ich jetzt in der Disco stehe, wo sowieso ein etwas bisschen düster ist, ja, dann stehe ich so da, so, mach meinen... Ding so hoch und macht dann so: Hi, ich bin die Gerda. Magst mir ein Piccolo ausgeben? Hä? So, sehr, also. Demnächst so über den alten Markt in Gladbach laufen. Hey, Nicole, ja? Hey, Süße, ich würde das so gerne machen, ja? Aber ich weiß... Und der würde das machen, Nicole. Ich würde das so gerne machen, ja? Aber ich weiß dann ich kann mich vor Anfragen gar nicht mehr retten. Ja. Hallo. Du musstest den Lippenstift gleich nochmal nachtragen. Wieso? Weil der mehr an der Zigarette hängt. Ist auch gut so, glaube ich. Nein, aber du kannst den mal drüber tun. Ja. Gib mir. So. So, jetzt Süßen, dann mache ich nochmal den Lippenstift nach. Ja, also das passiert ja beim Blowjob oder so oder bei anderen Aktivitäten, dass euer Lippenstift schnell verwischt. Ja, dann hat man normalerweise immer noch so einen Lippenstift in seinem Handtäschchen und mein Handtäschchen. Wie sich das natürlich gehört, ja, befindet sich hier, ja, und da
habe ich immer einen Lippenstift dann dabei. Ja, das rate ich jeden von euch Bitches da draußen, ja, einen Lippenstift mitzunehmen, ja. Mein Handy ist abgestopft. Nee. Man muss ja etwas fester. Seht ihr? Habe ich nicht eine Blase im Mund? Wer möchte sich von mir? So, lach nicht, Nicole. Das, jemand, der lacht, der ist nur neidisch. Ja? Also lacht nicht über meine Schönheit. Ja? Wer ich jetzt... Boah, scheiße, Sonja, das macht mich geil. Ich weiß, ich merk's. Du musst die Schuhe noch zeigen. Achso, ich muss die Schuhe noch zeigen. Halt dein Bein ruhig hoch. So. So, ihr Lieben, ich zeige euch jetzt mal mein ganzes Profil. Ey, scheiße. Tut mir leid, ich kann... Uno momento, por favor. So. Ich kann da ich mit Laufen habe ich natürlich auch, ja. Also wenn jemand... So, seht ihr? So. Und natürlich... Komm her, schalt mal fest, dann kannst du mich schützen. Genau. Auf einen Catwalk. Okay, pass auf. Kannst du deinen Kopf nicht gerade halten? Du bist zu groß, ne? Zu groß, ja. Ich bin wirklich bist so... Bist du drin im Bild? Olivia Jones oder so, ja. Also, seht ihr? Ich bin im Bild, ich muss ein bisschen runter machen. Nee, so runterkippen. Ja, genau, so. So ist gut. Seht ihr? Und, Macht Fotos. Macht geile Fotos, ja. Und guckt, wenn ihr jetzt zum Beispiel jetzt wie ein Bauerntrampel so in die Disco oder in den Club geht, so... So, ficken, ja, das zieht nicht, ja, ihr müsst da schon sexy rüberkommen, das mache ich euch jetzt mal vor, damit ihr das auch für später, wenn ihr in die Clubs geht und mal ordentlich gebankt werden wollt, dann zeige ich euch jetzt mal, wie das funktioniert, ja, ihr kommt so in den Club rein, passt auf. Hi, ich bin die Gerda, ich bin 28. Ich bin noch etwas schüchtern. Möchtest du mir eine Piccolo ausgeben? Hä? Aber ich will mit dir nicht gleich ficken, Süßer. Ja? Erst nach dem Piccolo. Okay? So. Und? Bin ich nicht eine heiße Sahneschnitte? Seht ihr? Mein Busen. Mein Handy explodiert. So, ihr Lieben, das war eigentlich jetzt so mein Tutorial, ja. So, jetzt und guck mal, jetzt bist du noch größer. Guck mal, wie klein ich bin jetzt. Und auch gleichzeitig mein Pflichtprogramm, ja, von Wahrheit und oder Pflicht. Du hast echt ja, Bombe gemacht. Von Sonjas Wahrheit oder Pflicht, ja, ist das meine Aufgabe gewesen, ja. Und jetzt seht ihr Schlampen, ja, wie man sich da wirklich hot macht, ja. Und wer mehr von mir sehen möchte, sucht bei sucht Mr. Cartoon bei Facebook, ja. Und ihr findet noch mehr so einen kranken Scheiß, ja. Ja, alles fickbar, wirklich. Ja, also in diesem Sinne, ja, peace and out, ja. Und au revoir.